Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Ich bin Tina und bin hier für die Toiletten zuständig. Vorbereitung für das Spiel. Erstmal wird kontrolliert, ob hier noch ein Arbeitsmaterial ist. Und dann wird es aufgefüllt. Also das mache ich dann. Alles in die Schränke. So, und dann wird jede einzelne Toilettenbrille nochmal nachgeguckt. Ja, und wenn einer von meinen Kollegen drin war, wird nochmal gewischt. Und das mache ich bei jeder einzelnen Toilette. Ja, da weiß ich, was ich gemacht habe. Ich hatte eigentlich eine Ausbildung bei der Wäscherei. Und dann hat mein Rücken nicht mehr mitgespielt, also muss ich da wieder aufhören. Das hat halt gemacht, ich habe in der Küche angefangen. In der Sportschule Gronau. Da habe ich erst im Abwasch und dann habe ich meinen Koch da gemacht. Und habe so, ja, für den ersten FC Union gekocht. Und dann, ja, eigentlich in der Küche, in Jugendwohnheim, da habe ich dann auch nochmal gekocht. Und dann, nee, geht da nicht mehr. Seit 2008 bin ich hier. Eigentlich durch eine Annonce und meine Familie ist genau so fußballverrückt. Meine Tochter hat gesagt, ruf an. Dann habe ich angerufen und seitdem bin ich hier. Ich habe ja auch eine tolle Toilettencrew. Bin ich richtig stolz. Also wenn die jetzt kommen am Spieltag, dann machen wir noch mal kurze Arbeitsbesprechung. Und dann wird noch mal kurz ausgetauscht und dann geht's los. Und die wissen ganz genau, wenn mal irgendwas ist, unsere Toilettenfrau hat immer ein offenes Ohr. Und das sehen die aber eigentlich ja nicht so. Ich bin Tine und das ist schön. Und unsere Tine gehört hierher wie der Ball zum Fußball. Ohne Tine läuft hier nichts. Das ist schon. Das Rocken, ja? Natürlich. Hey. Meine Mädels sind eigentlich auch ein bisschen verrückt, aber trotzdem liebe ich sie alle. Und das ist auch keiner zickig oder wie es immer wird. Nee. Im Gegenteil, wenn ich mal unterwegs ihn treffe, dann sage ich, guck mal, das ist meine Lieblingsklofrau. Und wenn sie sich nachher nach dem Spiel ärgern, dann muss ich sie wieder aufbauen. Wie ich das mache, ich nehme sie einfach einen Arm. Oder die nehmen mich in den Arm, die merken auch, wenn mit mir irgendwas nicht stimmt. Wenn, weiß ich nicht, wenn ich gerade mal Stress hatte, dann nehmen die mich einfach einen Arm und dann ist wieder gut. Das ist, ja, man kann das nicht beschreiben. Es ist mittlerweile wie eine große Familie. Wenn die Fans natürlich an den Spieltagen kommen, ist das, als wenn meine zweite Familie kommt. Nach den Jahren jetzt, kennt man ja viele. Auch die kleinen Kinder, wie die jetzt groß sind oder so. War immer hier. Ich habe in 10 Jahren kein Spiel verpasst. Weil ich weiß auch ja nicht, wo die Jahre geblieben sind. Doch, ich muss ehrlich sagen, doch, das hält ja. Weil, ja, das ist ja eigentlich die ganze Umgebung hier. Das ist aber auch schön. Jetzt nach den Jahren muss ich ehrlich sagen, kann ja nicht mehr ohne. Wenn ich mal 2 Tage zu Hause bin, dann fehlt mir das. Ich möchte das nicht mehr so. Und ich mache das auch gerne. Du bist so wunderbar.